Wie ich dann in den Libanon gekommen bin, habe ich mir diesen Bele vorgeknöpft und habe ihn dazu befragt. Und da hat er sich darauf hinausgeredet, er sei betrunken gewesen in dem Hotel und er wisse nicht mehr, was er da gesagt hat und hat sich da so ein bisschen rausgeschleimt. Nur was wollte ich machen? Was sollte ich machen? Gar nichts habe ich weitergemacht. Und später war es dann so, später in Deutschland, nachdem dann Ermittlungen auch in andere Richtungen gelaufen sind und der Bele immer wieder verhört worden ist, da kam dann heraus, wiederum aus den Akten, dass er in München angegeben hat, nein, nicht in München, jedenfalls irgendwo bei den Behörden, kann ich jetzt die Fundstelle nicht genau nennen, das Attentat in München, hat er gemeint, das waren wir, sich sogar selbst mitbezichtigt. Oder war noch eine zweite Bombe und die lag in einem Kanalrohr. Na toll. Erstens mal konnte das gar nicht gewesen sein, weil er war ja bei dem Konvoi und ist bewacht worden die ganze Zeit. So gesehen war auch für die Ermittlungsbehörden klar, dass daran gar nichts sein kann. Aber er hat halt versucht, sozusagen sein Bestes zu geben, um da möglichst einen Verdacht zu nähren. Er hat aber dann auch an die Behörden geschrieben, er verlangt oder er dringt darauf, dass seine gesamten Aussagen, die er in München gemacht hat, vernichtet werden. Hat natürlich niemand vernichtet. Ne? Und deswegen wissen wir, dass Bele ein Geheimdienstagent war, dass er mich vorsätzlich zu Unrecht belastet hat und dass man das offensichtlich von ihm verlangt hat, das ist ja naheliegend. Und dann kommt natürlich noch der Sachverhalt, ich möchte sagen, für mich eher erschütternd. Er hat mir auch, nachdem er mich in anderer Sache dann auch hier schwer belastet hat vor Gericht, zu Unrecht, und vom Gericht als der weitaus glaubwürdigste Zeuge geschildert wurde, obwohl für jeden klar war, dass er vieles zurücknehmen musste, dass er oft die Unwahrheit gesagt hatte, aber man brauchte ihn. Man hatte sonst nichts gegen mich. Und hat er mich belastet auf Teufel komm raus und wurde als hervorragender Zeuge gewürdigt. Und auf seine Aussage steht auch ein Urteil, was mir doch sehr viel Unglück gebracht hat. Und dann hat der Mann die Stirn, mir Monate später ins Gefängnis zu schreiben. Er bereut alles, was er gesagt hat. Er bittet mich um Verzeihung und er erklärt, dass er im Falle einer Wiederaufnahme die Sachen richtigstellen möchte und er möge ihm doch verzeihen, dass er mich zu Unrecht belastet hat. So ungefähr war der Tenor. Und er würde sich sehr geehrt fühlen, wenn ich ihm antworte. Ich habe es nicht fertiggebracht, ihm zu antworten. Und da muss ich wieder sagen, was sind das für Ermittlungs- und für Justizbehörden? Selbst wenn das Urteil schon gefällt ist, war ja noch nicht mal rechtskräftig. Und es kommt ein solcher Brief und er geht durch die üblichen Kontrollen. Und man sieht, dass der Zeuge, den man als den besten Zeugen bezeichnet hat und ein Urteil darauf stellt, dass der sich entschuldigt und das nicht mehr halten will, dann müsste man doch eigentlich von Amts wegen den Mann greifen, ihm wegen Falschaussage vor Gericht ein Verfahren machen und mein Verfahren neu aufrollen und würdigen. Und da kann mir keiner mehr etwas erzählen vom herrlichen demokratischen Rechtsstaat. Den Rechtsstaat habe ich nur als Unrechtsstaat erlebt. Ich habe nichts gegen das, was in der Verfassung steht, der freiheitliche Grundordnung. Ich wünschte mir nur, dass die Obrigkeit selbst die freiheitliche Grundordnung berücksichtigt und nicht ihre finsteren Organisationen, die ihnen unterstehen, dazu benutzt, um solche Leute, die ihnen gefährlich werden und die ihnen sozusagen ihre Macht in Frage stellen, auf solche Art und Weise durch Diffamieren auf die widerlichste Art und Weise mundtot machen.